So, einen wunderschönen Tag hier aus Borken im Westmünsterland. Da ist der Bahnhof von Borken. Wie kommt man nach Borken? Es gibt eine Bahn, die hier hinfährt. Das ist seit 2022 der RE14, der von Essen-Steele bis Borken fährt oder bis Coesfeld. Früher wurde er in Dorsten geteilt und fuhr nach Coesfeld als RB45 weiter. Nur so als kleinen Randnotiz am Anfang. Auf jeden Fall ab nach Borken in die Innenstadt. Los geht's. Borken ist bekannt als die Stadt der Türme. So wird sie gerne vom Touristeninformationszentrum angeworben. Und hier sieht man den ersten Turm dieser Stadt. Das ist der sogenannte Kuhturm. Hier erstmal ein Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus. Und hier der Kuhturm, der erste Turm in Borken. So, ich gehe jetzt hier durch die Innenstadt. Ich komme jetzt langsam in die Altstadt rein. Es ist eine typische Stadt für diese Region, also Westmünsterland, Münsterländische Bucht. Und bis jetzt ist es ziemlich standardmäßig. Auf jeden Fall hier Sankt Remigius. Ich würde mal sagen Sandstein mit gotischen Elementen. So, hier der vordere Platz. Ist das hier der Hauptplatz oder so vielleicht von Borken? Ich denke nicht, aber der Kirchplatz zumindestens. Das hier ist cool, hier so ein Mosaik hier. Und ja, der Eingang zu Sankt Remigius mit gotischen Spitzbogenfenstern, wie ihr sehen könnt. Zu Borken, ja, was kann man da sagen? 42.000 Einwohner ungefähr. Das ist das Rathaus und mit daneben direkt angrenzend der Heiliggeistkirche. Das ist cool. Also die Kirche ist direkt neben dem Rathaus, beziehungsweise verbunden mit dem Rathaus eigentlich. Und in dem Rathaus ist jetzt da unten das Touristinformationszentrum der Stadt Borken. Ja, Borken ist halt die bedeutendste Stadt, beziehungsweise die Hauptstadt sozusagen vom Kreis Borken. Der Kreis Borken ist ein Kreis, der sich so im nordwestlichen Teil von Nordrhein-Westfalen befindet, den man so zum Münsterland zählt, das Westmünsterland. Allerdings ist Borken mit seinen gut 40, 42.000 Einwohnern nicht die größte Stadt dieses Kreises, sondern nur die drittgrößte, was ziemlich skurril ist. Die größte Stadt in diesem Kreis Borken, während ich hier durch über diesen komischen Spielplatz gehe, und hier der Weihnachtsbaum, die größte Stadt ist Bocholt. Die zweitgrößte Stadt ist Ahaus. Und jetzt kommt dann erst Borken. Das Kennzeichen von Borken ist BOR. Borken. Und jetzt geht's weiter durch die City. Weiter geht's. Ja, dann hier, das ist so ein klassisches Haus, was man aus dieser Region kennt. So diese rot-weißen Fensterläden, diese Verzierungen, die habe ich auch schon das ein oder andere Mal halt in dieser Region gesehen. In Westmünsterland, Münsterland generell. Ja, hier ist die Bücherei, hier ist so der modernere Teil dieser Stadt. Die Stadt ist ganz cool, es sind primär alles so Backsteingebäude. Dieser Vibe, der so niederrheinmäßig, westmünsterländisch, das ist schon ziemlich klassisch. Und hier ist halt so die Bücherei, der modernere Teil und viele Geschäfte, also einkaufstechnisch definitiv akzeptabel, das Ganze. Ja, hier ist diese St. Johanneskirche, sieht mir barock aus. Ja, sieht sehr, sehr, sehr barock aus. Auf jeden Fall, ja, ihr seht es, hier sind Einkaufsgeschäfte für Kleidung, es gibt Büchereien, es gibt ganz normale Nahversorgung, Kosmetik, Friseursalons, also alles, was so in einer Stadt, in einem Zentrum da sein muss, wenn es eine akzeptable große Stadt ist mit einem Oberzentrum. Ich denke, das hier wird als Mittelzentrum oder so ausgewiesen sein. Da habt ihr eben noch einen schönen Brunnen gesehen. Und ja, ich gehe ein bisschen einfach rum, ich flaniere ein bisschen durch Borken, mal gucken, was ich hier noch so Cooles finde. Genau, die Stadt der Türme. Also ein paar Türme sollten sicherlich noch, existieren. Und hier, das habe ich eben gesagt, diese rot-weißen Fensterläden oder rot-weißen Verzierungen, das ist so dieser typische Vibe, der hier in dieser Region von, Nordrhein-Westfalen hier so transferiert wird. Ja, hier ist so ein kleiner Markt. Ganz schick. Und hier so ein modernes Gebäude auch an der rechten, dass man das auch mal gesehen hat. Ja, aber sieht eigentlich ganz cool aus. Borken.
doch wieder einen Turm. Den Wedemhoven-Turm mit diesen typischen, wieder mit diesen rot-weißen Verzierungen. Also der zweite Turm, den ich jetzt hier sehe und auf, ja, filmografisch festhalte. Hier ist der Stadtpark und der ist auch ziemlich nett. Da der Turm direkt und hier fließt der Bach, das ist dieser Döringbach. Das müsste der sein, der nachher in die Borkumer A mündet. Die A. Ja. Also so eine kleine Insel ist so quasi der Park. Hier haben wir den nächsten Turm. Das müsste... wie heißt der? Keine Ahnung, wie der Bruder heißt. Zeig mir das mal. Auf jeden Fall ein schöner Turm. Der Windmühlenturm. Ja, höchster Turm mit 18 Metern. Das ist schon mal ein schöner Funfact. So, und dann geht's weiter hier. Ich bin jetzt schon sozusagen aus der Innenstadt rausgegangen, aus diesem Ring, aus diesem Kreis. Und hier haben wir nochmal ein Mahnmal für die, ja, das Kloster Marienbrink. Das stand hier halt damals. Und ihr habt da eben gesehen noch etwas für den Nationalsozialismus. Da hinten ist wieder ein Turm. Also die Stadt der Türme, das macht schon Sinn. Das macht schon Sinn, das so zu nennen. Oder damit zu werben, bei Borken. Und eine Sache, die will ich euch nicht verwehrt lassen. Wie immer das Rathaus. Das Rathaus ist hier etwas außerhalb. Also das aktuelle Rathaus. Ich habe ja eben auf dem Marktplatz gesagt, da haben wir schon das. Ja, aber das hier ist jetzt das, wo halt die Strippen gezogen werden. Und dann noch eine rote Telefonzelle aus London. Was ist deine Meinung zu Borken, dem Kreis Borken, dem Westmünsterland, der Westfälischen Bucht, etc. pp. Schreib es in die Kommentare und hab einfach viel Spaß mit den Videos.